Also. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Spieltag des optimalen Fun-Cups. Heute darf ich das mal ankündigen, der gute Chessmb, Aka Thunder oder wie ihr mich auch nennen mögt. Und natürlich haben wir auch unsere zwei Gastmoderatoren hier. Einmal den guten ersten FC Aprisos. Hallihallo, und da schnuppert einer verdächtig viel Höhenluft. Da kommt schon nicht genug Sauerstoff fast ins Gehirn, aber mach weiter. Ja, mag sein. Und auf der anderen Seite dann den guten Mö. Jo, hallo, und ich glaube, das hat dann wirklich eine gute Idee, dass man ja den Gastmoderator da die Begrüßung ablässt. Reifeprüfung, glaube ich, die müssen nur mehr machen, dann die hat er jetzt nicht bestanden. Ja, ne, man gibt in den kleinen Finger und er nimmt gleich den ganzen Arm, nein, den ganzen Körper nimmt er. Man weiß ja nie, wann man wieder zugreifen darf, ne? Du, nur so als kleiner Tipp, weil ich das ja gestern angefangen habe. Der Spruch zieht bei Frauen überhaupt nicht. Ja, deswegen, bist du eine Frau? Nö. Also, wo ist das Problem? Okay, gut, okay. Immer, es hier noch schlüpfriger wird, würde ich sagen, wir fangen mal mit den Spielberichten an, oder? Lassen wir den Spielbericht deine schlüpfen, ja. Da schlüpft er. Da wären die Apachen aus Gruppe A gegen Miekenkühler United. Hey, nein, jetzt hat's geklappt, Stereos zu machen. Ja, die. Kommst du mir wieder dazwischen, unglaublich. Natürlich aus dem Apachen-Pub. Genau, und hier muss man ich sagen. Ich bin startklar. Zeig mir den Spielbericht. Bevor ich den zeige, muss ich nur erwähnen, dass viele auf dieses Spiel getippt haben und die Tipps bis hoch gingen bis 9:0 für die Apachen. Das muss man mal erwähnt haben. Welches ich getippt habe. Richtig. Das 9:0. Ja, ihr seht ja auch gleich, warum. Das war sehr stimmt. Aber auch nur eine geringe Auslastung des Spiels. Wissen die Fans vielleicht vorher schon, wie es ausgeht? Hm. Genau. Nicht mal 50%, ja. Meine Güte. Man sieht ja auch die Stärke 95 gegen 41. Also da ist schon mal knapp. Ja. Dann noch einen Verletzten. Super. Ja. Also Miekenkühler United, die haben eigentlich in ihrer Liste genug Spieler stehen. Ich weiß nicht, warum die so wenige aufstellen. Also. Ich glaube, ich habe das mal angeguckt. Ich glaube, die lassen extra ihre Schwachen ein bisschen trainieren oder üben oder spielen. Ja, aber man kriegt doch im Fun Cup keine AWPs dazu. Ja, weiß er das? Wirklich, ne? Vielleicht weiß er das nicht. Ich denke, er kann sie trainieren. Okay. Das ist das Spiel des Tages. Mit Rot. Gleich mal, wow. In der 17. Minute. Also Apachen jetzt zu 10. Ich glaube, das macht auch nichts aus. Aber ich wäre mal dafür, dass das erste Tor fällt. Ja, da ist da ist es ja. Jetzt geht's los. Jetzt geht's Elfmeter, los. Elfmeter, wieder ohne Karte. Los. Das Typische hier. Eine Doppelbestrafung darf nicht sein. Ne? Und Dino klärt und kotzt das voll an. Ja, mich auch. Da müssen noch 5 Tore fallen. Ich bin so froh, dass ich auf dieses Spiel nicht getippt habe, denn wenn ich die vergebenen Chancen hier sehe, ich hätte nämlich auch hoch getippt. Und noch eine Torchance. Torchance am laufenden Band, aber keine Tore. Hat Miekenkühler United überhaupt schon was gemacht? Nein. Ich glaube, auf der rechten Seite war noch nicht mal eine Karte oder so, ne? Gar nichts. Nee, nichts. Nee. Und hier ist ein Tor, das 2:0. Also 25 Minuten wird es schwer. Also 7 Minuten wird das noch schwerer für 7 Tore. Und das war's. Was für eine schwache Vorstellung gegen so einen schwachen Gegner, nur 2:0 zu gewinnen. Ja, das ist enttäuschend. Wow. Vor allem, sie haben nichts gemacht, gar nichts. Ja. Die standen einfach nur rum, da hätte man auch Gummimännchen hinstellen können. Also. Unglaublich. Ja, hier null. Das ist auch gerecht. Und ich glaube, also Momaino, ich glaube auch, das ist was wieder für deine besten Liste oder für deine Rekordliste. Fast 70% Ballbesitz. Ich weiß nicht, wann wir das schon mal hatten. Ich weiß auch nicht, wann wir schon mit 10 Torschüssen gehabt haben. Ja, also, auf einer Seite, ne?
Was soll ich müssen sagen, der Tipp war realistisch, aber die Torschancen sind nur die Apachen einfach zu dämlich, dass die Tore machen können. Ja, 20% Auswertung der Chancen, das ist mies. Verdammt. Und die rote mies. Karte hat auch noch ein Verteidiger bekommen, nicht ein Stürmer, ey. Unglaublich. Oh Mann, ey, das war eine schwache Vorstellung, trotz des 2:0. Ja, genau. Ist das scheiße gewesen. Na, da hoffen wir mal, dass das zweite Spiel besser wird, oder? Auf jeden Fall. Jo. Ab zum zweiten. Ja, und jetzt zu einem hoffentlich spannenderen Spiel, da es zwei Altbekannte sind, nämlich FC Tesch gegen SV 21 Remda. Im. Im. Adlerhorst. Jawohl. Ey, tut mir leid, das war jetzt wirklich ein bisschen abgehakt, jedenfalls bei mir, aber egal. Okay, kein Problem. Das sind dann immer die Ausreden. Genau. Ja, er muss sich endlich mal ein vernünftiges Mikrofon kaufen. Ich bin hier total der klare Stimme. Als hätte ich einen klaren getrunken, so klar ist die Stimme. Von der Erotik will ich hier gar nicht reden. Ja. Da bist du, gar nicht redest. Also, und die Fans... Beide Teams freuen sich auf ein tolles Fußballspielfest. Und die 11. Minute eine Chance für Remder, das fängt doch mal gut an. Und 17. Minute Favoriten Chance für Tesch. 3 Punkte stärker. Das hättest du Favorit? Ich weiß ehrlich gesagt in dem Spiel nicht, wer da für mich der Favorit ist. Deswegen habe ich das auch und nicht getippt. Gelbe Karte. Ich auch nicht, glaube ich halt. Hoppla, der Schiri fällt auf seine eigene Füße. Oh, schon wieder eine rote Karte. Gelb-rot sogar. Oh oh. Ja, kann ja nur einer sein. Die Tischler, für die Italiener. In 4 Minuten hat er es geschafft, eine gelbe und eine gelb-rote zu bekommen. Sehr geil. Ja. Da war jemand übermutig. Halbzeit, 0-0. Ui, ja. Bleibt das so oder kann da noch jemand aufzeigen? Remda hat Überzahlspiel. Ja, und Remda hat auch Chancen. Ja, und jetzt sehr viele hintereinander sogar. Aber da müsste mal auch was reingehen. Kein Tor. 85. Langsam wird's Meine wenig. Güte. Langsam bleibt nicht mehr viel Zeit, aber 90. Oh, 90. Letzte Minute. Jawohl! Für Remda! Überzahl ausgenutzt am Ende doch noch. Wiggly. Oh Mann, da hat sich Tesch gedacht, jetzt geht's ab in die Kabine, jetzt haben sie die Konzentration verloren am Ende in der letzten Minute. Meine Güte. Ja. Zu früh zum Spielen aufgehört, ja. Das würde bestraft. Das nenne ich doch mal einen krassen Spielverlauf. Also hier, ich weiß nicht, wie viele Minuten die in Unterzahl gespielt haben und in der letzten Minute kriegen sie das Tor rein. Aber was man hier auch sieht, wieder eine scheiß Chancenverwertung. Also ein Tor von 6 Chancen. Mhm. Auch nicht so wirklich, Dicke. Haben sich bei den Apachen abgeguckt. Prickelnd. Ja. Hoffentlich ist das nicht symptomatisch. Na, hoffentlich. Ja. Aber ich würde sagen... Das Spiel wird richtungsweisend. Genau, aber ich würde sagen, bevor wir zu dem lang ersehnten, spannenden Spiel kommen des Tages, nämlich euer Spiel... Nehmen wir erstmal mein Spiel, oder? Was? Ja, drängt dich wieder in den Vordergrund. Ja, nehmen wir, das Beste muss zum Schluss kommen. Und ich gebe ja neidlos zu, euer Spiel ist das Bessere heute. Von beiden. Und da hast du nochmal die Kurve gekriegt, na gut. Okay, also ab zu meinem Spiel. Jo. Oh, ja. Oh, und hier kommen wir zum dritten, eigentlich vierten Spiel, weil Aprisos sich wieder vorgedrängt hat. Das wäre dann einmal der erste FC Aprisos gegen Real Lahnstein. Meine Güte, hat das gedauert. Ich dachte, das macht jetzt Momino, aber gut, muss ich doch bei meinem eigenen Spielbericht noch selber hier einen Gegner ankündigen. Aber dann kann ich auch gleich sagen, dass ich Real Lahnstein so nach dem ersten Spiel, was sie abgeliefert haben, doch neben mir als stärksten in der Gruppe ansehe und deswegen auf dieses Spiel wirklich tierisch gespannt bin. Ja, schauen wir mal, was rausgekommen sind. Lass ich's mal auf. Susiana Stadion. Ja, natürlich. Der Name ist noch verbesserungswürdig.
Vorschläge können in dem Vorschlagekasten direkt hinter dem Plumpsklo eingeworfen werden. Ego-Stadion, aber gut. Und der Suse, jawoll! Mein schöner Sturm. Das ist sogar dein 15er. Jawoll, genau, das ist er, der 15er. War es nicht der letztes Mal fast nichts getroffen hat? Ja, der hat das sich für diese Saison aufgenommen. Du warst letzte Saison schwer enttäuscht, was du eigentlich schon wieder verkaufen wolltest. Ja, aber ich habe mir gedacht, eine Saison lasse ich noch und... Jawoll, der nächste, der trifft. Der Komos. In Komos. Ja. Ein wahrer deutscher Name. Spielverlauf jetzt auch ansehen. Ja, das ist... Ja. Also mir gefällt der. Also, ich habe, glaube ich, auf 2-1 getippt. Es fehlen noch 3 Tore. Ich habe zwar das Spiel nicht getippt, aber... Nochmal Komos. Und noch ein Tor. Oh. Ah, wenigstens der Ehrentreffer. Ja. Jetzt fangen sie an zu spielen, jetzt kommen noch 3 Tore von ihnen. In einer Minute oder was? Ja. Wer hat seine Oma reingemacht? Tja, wäre mal seine Oma auf dem Platz gestanden, das Spiel ist vorbei. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass ich das so deutlich gewinne, ehrlich gesagt. Ich habe selber auf 2-1 getippt, weil ich dachte, ich gewinne das hier ganz knapp eher als... Dass ich es doch relativ gut deutlich finde. Alles 2-1. nicht unbedingt, also nicht unbedingt. Aber wenigstens haben wir diesmal eine Torchancenverhältnis von über 50%. Das ist mein Ziel, weil wenn meine Mannschaft das nicht schafft, dann muss die x-mal ums Stadion laufen und darauf hat die keinen Bock, deswegen haben die eine bessere Chancenverwertung. Das ist eine einfache Trainingsmaßnahme. So ist das, ja. Ich denke, du machst das so wie Matsuda FC. Wie bitte? Ich schätze mal, du wirst das so wie Matsuda FC machen, aber du gibst es einfach nicht zu, weil sonst die Arbeitsbehörde kommt. Also, ich habe nichts verstanden. Ich habe ein das Rauschen und Summen mit ja, das war jetzt Stimme wirklich schlimm bei ihm. Ich habe mich konzentriert und ihr könnt auch gerne zurückspulen, aber ich habe verstanden, ich mache es wo so wie Matsuda FC, aber will es nicht zugeben. Wer die letzten Saisons nicht diese Filmchen hier gesehen hat, kurze Erklärung, Matsuda FC, da kam aus Japan, ne? Richtig? Ja. Und ja, wie man so die Japaner kennt, sehr ehrenvoll und Harikiri und wie es nicht heißt. Und ach, wenn der Mann nicht gut kämpft, dann wird die Familie abgeschlachtet und so. Und deswegen haben die Spieler auf einmal besser gespielt. So brutal bin ich ja gar nicht. Es reicht doch, wenn die ein paar Stunden ums Stadion laufen. Das reicht vollkommen aus. Es reicht mir ein paar Peitschenhiebe. Aber apropos Peitschenhiebe. Ich bin ja gespannt, wer in eurem Spiel dann die Peitschenhiebe bekommt. Ja, es ist interessant. Also, dann will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen, gehen wir zu eurem Spiel. Ja, und wie soll ich sagen, kommen wir zum Haupthöhepunkt des Tages. Nachdem der eine Höhepunkt schon war, mein Spiel, kommt jetzt der absolute Höhepunkt. Nämlich diese zwei, also der eine Gastmoderator und der Moderator und Veranstalter FC Heisingen auswärts bei Chessenby in der Polerswerka Arena, wenn man das richtig ausspricht. Polerswerka, das S steht hinterm L, aber okay. Okay. Gut, und ja. Namen, das ist etwas wie man einen Sarkasmus verstehen würde. Ja, aber bevor ich das jetzt anpfeife, wenn ich die zwei Leute hier gleich mal habe, ja, Chessenby, weil was sind deine so Gedanken vor dem Spiel? Du kannst ja jetzt eh nichts mehr an dem Verlauf ändern, aber man kann ja mal kurz fragen. Alles unter 4-0 ist eine Blamage. Aha, also willst du ein 4-0 wegputzen? Ja, mindestens. Okay, und Heising, was möchtest du? Auch 4-0 ihn wegputzen oder wenigstens 3-0 verlieren? Wenn man so aggressiv in die geht's, bleibe ich an und sage, alles aus dem Sieg geht hier gar nicht. Okay. Na dann wollen wir noch der mal Sieg gucken. Der Sieg ist fix eingeplant für den Aufstieg. Okay. Ja, das Stadion. Aha, aha. Auch noch erweiterbaren Umfang belegt. Da können eigentlich noch mehr rein. Ja,
wahrscheinlich eine war Seite die ist im Ausbau. Ja, wahrscheinlich war die Putzkolonne noch nicht durch, oder ich weiß es nicht. Aber Chesimbi etwas schwächer, aber nicht wirklich viel, da der Heimvorteil ja zählt. Richtig. Und da kommt der Heimvorteil. Das fängt schon mal gut an. Zeigt ja, Nerven vorm leeren Tor. Tja. Hallo, da fängt also, doch nicht gut an. Ich brauche mein Torwart aufstehen, was soll das? Oh. Wer ist deiner? Wer ist gemeint? Meine ja, ich? Ne? Ach. Aber auch für Moment. Der komische Koreaner kommt doch nicht an meinem Torwart vorbei, ey. Und da hält er nochmal. Meine Güte. Und? Aber dann schon, 29. Komm, schon, komm, Tor. Schon. Nein, dieser scheiß Koreaner, ich glaub's nicht. Uiuiui, das gefällt mir schon mal. Das dieser scheiß Koreaner, ey. Geh doch zurück nach Asien, du Sack, ey. Meine Fresse. Übrigens ist das kein Koreaner. Na, 49. Na? Da hast du, ich hab's doch gewusst. Und oh. 64. Doppelschlag, ja, Doppelschlag. Kommt wieder meins. Na? Nee. Was geht? Nein. Schon wieder dieser komische Asiate. Das ist ja, ich weiß nicht mal, wie man das Land ausspricht. Alter Schwede, bei euch geht's hier aber ab, ey. Und 90. Schon. Und? Nein! Ja! Ich glaub's nicht! Das stimmt, ey, das darf doch nicht wahr sein. Das ist perfekt. Oh, ja, sicher. Genau wie gestern. Was soll der Scheiß denn? Wurf-M verarscht mich. Ein ich hab das Spiel doch gedreht. Ein Triple. Man kann ein gedrehtes Spiel nicht drehen, das geht nicht. Ihr habt das Spiel so oft gedreht, dass mir fast schwindelig geworden ist, ey. Meine Güte, ey. Mann. Immerhin beide 50% Chancenverwertung. Toll, er hatte zwei mehr. Ja, mathematisch gesehen stimmt das. Oh Mann. Also, meine Güte, ey. Das ist ich natürlich... Harakiri mit meinen Leuten, ey. Kann ich wieder die ganze Mannschaft umsetzen. Alles verkaufen und neu kaufen, ey. Super. Oh Mann, da gucken wir uns doch gleich mal die Gruppen, wie die Gruppen jetzt aussehen, weil ich glaube, du stehst nicht ganz so gut jetzt da, oder? Ich will oder? Das nicht sehen. Mach das weg. Lass uns zum Gewinnspiel gehen. Nee, so viel Zeit muss sein. Wir müssen schon mal noch ein bisschen hier die Gruppen durchgehen, damit alle wissen, wo sie stehen. Und da ich gestern mit Gruppe A angefangen habe, wer will heute anfangen mit Gruppe A? Dann übernehme ich das mal, der Möb will ja anscheinend nicht. Der ist noch siegesberauscht. Dann an erster Stelle für mich persönlich überraschend Blinzen Hamburg. Ohne Gegentor bisher, mit einer Tordifferenz von 6. Ist mal eine souveräne Leistung. Dann die Apachen zusammen mit Borussia Bergstedt 3 Punkte. Aber die Apachen haben ein Tor weniger kassiert und daher auf dem zweiten Platz. Und die... bisher immer schlechter aufgestellten Wickbühler United, warum sie auch immer jetzt immer im 40er-Bereich ihre Stärke ansetzen, weiß ich nicht. Aber mit 0 Punkten auf dem letzten. Ich gebe ab zu Ruppe W. Ja, Momentum möchtest du? Ja. Dann mach. Und da ist an erster Stelle die 09er mit 4 Punkten. Und zweiter Stelle FC Botropolis mit einer Tordifferenz von plus 1 und 3 Punkten. Was besser ist als Team 1, 2, 2, 4, 5, 5, was ebenfalls 3 Punkte haben, aber eine Tordifferenzzahl von minus 1 haben. Genauso wie es FSV Zwickau 2012 auch nur einen Punkt hat, aber auch ein minus 1 hat. Also irgendwie besteht die Truppe B aus lauter Einsen. Ja. Im Torverhältnis. Damit schon. Truppe C. Genau, und da führt SV 21 Remder minimalistisch die Gruppe an mit nur 3 geschossenen Toren, hat aber keine reinbekommen und somit eine Tordifferenz von plus 3 und 2 Spiele, 2 Siege, ja 6 Punkte, da kann man nichts weiter sagen. Und Schwarz-Gelb 09 Dortmund dahinter dann mit 4 zu 3 Toren
3 Punkte, aber ein plus 1 in der Tordifferenz, deswegen vor FC Rocky 41, die ebenfalls 3 Punkte haben, aber minus 1. Und FC, boah, jetzt war der Frosch im Hals weg. FC Tesch, ja, die finde ich irgendwie enttäuschend diesmal spielen. Und mit 0 Punkten und minus 3 in der Tordifferenz auf Platz 4 sind von 4. Ja, und damit ab zur Gruppe D. Da hätten wir auf dem ersten Platz den FC Sandorf 07 mit 6 Punkten und einer Tordifferenz plus 4. Hat sich abgesetzt vor den ersten FC Knappen 04 mit 4 Punkten und einer Differenz von plus 2. Dann die vielseits als Gewinnertipp gesetzten Vogelhusen nur auf dem dritten Platz mit einem einzigen Punkt und einer Differenz von minus 1. Und dann die auch ziemlich enttäuschenden TSV Westerhof mit 0 Punkten und ziemlich vielen Gegentoren auf dem vierten Platz. Und ich bin gespannt, wie viele ihren Gewinnertipp noch abändern jetzt. Ja, ich setze meinen ja noch. Also, dann kommen wir zu der besten Gruppe, zu der stärksten Gruppe, eigentlich nicht zur schwächsten Gruppe, eigentlich am Anfang stärkemäßig gesehen. Trotzdem die beste Gruppe, nämlich Gruppe E. Da sind an erster, beziehungsweise teilt sich den ersten Platz meine Wenigkeit mit BC Sport Kassel in allen Bereichen, sowohl Tore als auch Gegentore, damit übrigens sich auch die Tordifferenz und auch die Punkte sind gleich. Dahinter in dritter Position unser Jessamy. Ja, jetzt rein. So, wir hatten noch 0 Punkten. Mal schauen, ob da noch mal mehr geht. Muss auf jeden Fall setzen. Jetzt wird es nämlich schon schwer für dich. Und die I-Füchse oder L-Füchse mit einer katastrophalen Tordifferenz von minus 6, die schlechteste, was wir momentan im Fun Cup haben. Ja, Chance habe ich ja schon noch. Also jedenfalls, wenn ich gegen den im Rückspiel, gegen den Verlierer morgen gewinnen sollte. Was richtig, ja, ne? Weil euer Spiel ist ja morgen. Ja, du musst jetzt alles gewinnen. Genau. Ja, gut, alles. Boah, 12 Punkte. Ja. Wäre oder gut, zwei Spiele gewinnen und hohe Tordifferenz. Ja, ich sag mal so, 3 sollte ich gewinnen, 4 wäre optimal. Ja, optimal. Das ungefähr, ja. So, und damit zur Gruppe F, die sehr interessant wieder nach Losentscheid bald aussieht. Da alle 4 3 Punkte haben. Und es nur an der Tordifferenz im Moment den Unterschied macht. Dadurch ist FC Helltown mit plus 3 auf Platz 1, dann vom Namen her mein Liebling dieser Auflage, der erste FC Schlappschuss mit 0 Tordifferenz auf 2, Saro Stürmer bei minus 1 Tordifferenz auf Platz 3 und Platz 4 Rot-Weiß Lüdenscheid mit minus 2 in der Tordifferenz. Ich finde mit die spannendste Gruppe momentan in dieser Auflage. Punktemäßig garantiert. Ja, und ab zur Gruppe G. Ja, da führt die Gruppe der erste FC Aprisus an, boah, fast wieder kotzen, aber mit 6 Punkten und einer Tordifferenz von plus 3. Ist auch schon ganz schlecht, Duan. Ja, ich weiß. Ich habe leider keinen Eimer hier, ich muss mir verkneifen. Dann auf dem zweiten Platz der Blau-Weiß Kingston mit 3 Punkten und einer besseren Tordifferenz als auf dem dritten Platz mit ebenfalls 3 Punkten Real Lahnstein. Und auf dem letzten Platz in dieser Gruppe der erste FC Jasmelnitz, oder wie auch da ausgesprochen wird, ist, glaube ich, der Serbe, ja, ne? Ja, ja. Ja, dann Jasmelnitz oder sowas. Wie wollte ich noch was sagen? Nein. Und dann können wir ab zur Gruppe A. Genau. Ja, da führt die österreichische Mannschaft von Viola Wien mit 4 Punkten vor Afrika Bambaataa, ebenfalls mit 4 Punkten, aber ein Tor weniger, also ein Tor mehr bekommen. Dahinter Dynamo Ganjaman, der Titelverteidiger, mit jetzt dem zweiten Unentschieden heute. Und leider ganz am Schluss noch der kamerunesische Kollege von Rot-Schwarz-Wilkenburg. Oh. Da. Genau. Aber da ist auch noch alles möglich. Also 4 Punkte kann noch jeder leicht aufholen. Genau. Und damit würde ich sagen, ab zum Gewinnspiel. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Das kann ich schon mal sagen. Ja, dann mal. Ich hab's noch nicht gesehen. Das Tippspiel!
Ja, ich habe das Tippspiel angekündigt, mal auf eine andere Art und Weise. So. Ja, nu, leg los. Wer soll das denn jetzt losgehen? Erst ist der letzte Abrisus, zweiter die Apachen, dritter finde ich jetzt nicht, die knappen, vierter ist es an der 07, fünfter dafür andere Macher. Fünfter, Schrägstrich, vierter ist ebenfalls FC Dash. Genau. Dann komme ich auf den sechsten Platz. Der Rest kann Abrisus machen. Siebte ist FC Heising, weit abgeschlagen, chancenlos. Aber mit noch mehr Chancen dahinter Helltown auf 8 und Fockenhusen auf 9. Und wenn ich eh schon am Drücker bin, am Labern, kann ich darauf hinweisen, dass ich in den ersten zwei Spieltagen noch keinen falschen Tipp abgegeben habe. Und deswegen genauso auch nicht grundlos auf Platz 1 bin. Yeah! Genauso wie die Apachen, die haben auch noch keinen falschen Tipp abgegeben. Ja gut, aber die haben erst einen Spieltag getippt, ne? Und? Außerdem hast du eine leicht abfallende Tendenz, Abrisus, du kriegst immer weniger Punkte. Ja gut. Guck mich an, ich krieg mehr Punkte. Lieber steigere ich mich, als dass ich ganz oben anfange und tief falle. Ne? Also du hast ja auch noch nicht das in dem Sinne mögliche Double geschafft, den Fun Cup zu gewinnen und das Tippspiel und alles noch offen. Und ich bin halt auf dem besten Wege dahin. Ich führe in meiner Gruppe, ich führe im Tippspiel ohne Punktverlust. Also im Moment sieht's sehr sonnig aus. Ja, der Platz in der Sonne. Nach dem zweiten Spieltag. Ja. Das sind noch Wolken davor. Ich weiß nicht, also ja eben, das ist noch ziemlich viele leere Spalten. Okay. Also, naja, wenn er sich jetzt schon freut, naja, später kann er es ja nicht mehr. Ich könnte ja auch sagen, wenn ich den Fun Cup am Ende gewinne, dann schneide ich eure ganzen Sprüche zusammen, die ich mir die ganze Zeit anhören musste. Und mach daraus ein Best-of, wie nennt sich's, Dissen Abrisos. Ne? Wir machen genau das andersrum, wenn du nämlich jetzt in der Gruppenphase schon noch rausfliegen solltest und das Gewinnspiel verlierst auf einen der unteren Plätze. Dann ist das ein Deal. Oh, das ist ein Komfort. Mal schauen. Ja, was man noch vielleicht nebenbei sagen sollte, also Viola Wien kannst noch weiter mittippen, also ne, zwei Tipps von einer Gruppe nehmen, das geht halt nicht, die hätten wir nicht gewertet, aber die anderen Tipps hätten wir durchaus gewertet, wenn du nicht reingeschrieben hättest, du willst die jetzt komplett rausnehmen oder du hast ja den Beitrag auch gelöscht. Also wie gesagt, keine falsche Scheu, tipp einfach mit und gut ist das Ding. Genau. Heising hat ja erwähnt, bis zum 5. Spieltag geht das, ja. Jo. Aber heißt das jetzt, am 5. muss man mittippen oder am 6. erst? Am 5. sollte man nur mittippen, ja. Okay, also morgen und übermorgen kann man sich's nur überlegen, am 5. muss man dann tippen und dann muss man jedes Spiel tippen, dann kann man hinten raus nicht mehr taktieren, da muss man tippen. Deswegen ist vielleicht jetzt anfangen doch recht praktisch, da ist man dann hinten raus vielleicht doch noch ein, zwei Tipps hat, wo man sagen kann, man muss nicht tippen und kann taktieren, wie die anderen tippen. Ja, ja, kommt hin. So, und ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben was von Momino noch nicht gehört, die Fußballweisheit des Tages. Also, ja, die kommt dann am Schluss. Okay, dann verabscheue ich mich mal als Erster hier und dann Chessimbi und dann kann Momino seine Fußballweisheit sagen. Ich mal hinterher weg, dann kann Momino hier sein Ding durchziehen. Bis dann. Genau. Und deswegen sage ich von meiner Seite schon mal aus, habt Spaß und viel Erfolg weiterhin und bis dann. Ciao. Na und ich verabschiede mich mit dem Spruch. Hast du mal Chessimbi noch verabschieden lassen? Ich hab doch schon bis dann gesagt. Achso, meine Güte. Hör doch mal zu, ey, ehrlich. Dann redest du im Wort wieder. Ja. Okay. Also, ich verabschiede mich mit den Worten, im Leben, wie im Fußball, kommt man nicht weit, wenn man nicht weiß, wo das Tor ist.